sondern in der Beta ist, wo es dann ganz weniger viele weniger Glitche sind. Aber wisst ihr, was ich mir für diesen Mod wünsche? Also ich finde den Mod eigentlich jetzt gerade, er hat zwar viele Fehler und viele Sachen funktionieren noch nicht gut, aber das Einzige, was diesen Mod für mich als Person, also wenn ich das spielen würde, das Einzige, was ich da jetzt gerade, Moment, ich bin zufrieden mit allem. Bis auf dem einen, und zwar die Grafik von Arma 2, die ist mittlerweile schon relativ veraltet. Also, was ich lieben würde, wäre irgendwie ein Texturenpack oder sowas, ein HD-Texturenpack. Vielleicht gibt's sowas, ja? Also, wenn es sowas geben würde, das wäre echt der Hammer. Das wäre echt cool. Und natürlich die ganzen Bugs und also Zeugsens, die müssten alle... Aber das Spiel ist ja, die Mod ist ja noch in der Alpha. Das Haus, da kann man da drüben, in das schwarze Haus kann man glaube ich nicht reingehen. Ist ganz einfach zu sehen, in welche Häuser man reinlaufen kann und in welche nicht. Und zwar die Häuser mit Fenstern, wo man durch die Fenster durchschauen kann, da kann man reingehen. Aber in die Häuser, wo die Fenster so sind, so getönt sind, da kann man sogar reingehen in das Haus. Ah, falsch gesehen. Idee. Hoffentlich sieht uns keiner. Finden wir hier drin was? Vielleicht hat auch schon jemand alles mitgenommen. Hat wahrscheinlich jemand schon alles mitgenommen. Überlebende, der steht da einfach nur so. Keine Zombies. Gut. Okay. Ich dachte, da wäre ein Toter. Also tote andere Überlebende sind immer gut zu finden. Weil die haben nämlich immer meistens Zeugs dabei, das man selber gebrauchen kann. Ich erinnere mich an das hier. Hier war ich schon mal. Hier war ich schon. Ich erinnere mich nicht. Hier wurde ich einmal, als ich nicht aufgenommen habe, bin ich immer in dieser Gegend rumgelaufen und bin relativ schnell gestorben, weil hier sehr viele Zombies waren. Also, mal extra aufpassen. So. Laufen wir einfach mal. Klappern wir einfach mal die ganzen Häuser hier ab. Irgendwo wird sich schon irgendwas Essbares finden. Oh, ein Toilettenhäuschen. Ja, wenn wir schon mal von Essbar reden. Oh Gott. Oh. Ekele. Oh, 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 oh. Oh, oh. Family. Family. Okay, gut. Der Typ benutzt Voice Chat. Also hätte ich jetzt eine Waffe, würde ich ihn töten. Aber ich habe keine Waffe, also kann ich ihn nicht töten. Hoffentlich läuft er mir jetzt nicht. What the fuck? Okay.
Niemals jemand anderem vertrauen. Mein Gott. Scheiße. Okay, das war mein eigener Fehler. Ich dachte, er meinte friendly, da meinte ich auch friendly und der dachte wahrscheinlich, weil ich sowas in der Hand hatte, dachte er wahrscheinlich, ich hatte eine Pistole. Und weil er nur einen Beil hatte, hätte ich ihn da. Noch ganz früh am Morgen. Nicht mehr ganz früh am Morgen, aber so 10 Uhr am Morgen. Dachte er wahrscheinlich, ich hätte ihn über die Distanz abschießen können. Deswegen meinte er, friendly, 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 und ist auf mich zugelaufen. Und hat dann gesehen, dass ich gar keine Waffe habe und dachte sich dann, pff, der hat keine Waffe, der kann nichts tun. Einfache Beute und tötet mich. Aber zum Glück hatte ich auch nicht viel Zeugs dabei. Pass auf die Taschenlampe, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber es ist nicht allzu tragisch. Also, erstes Mal ein wenig schlauer vorspielen, aber, ja, vorspielen. Einfach ein wenig schlauer spielen, nicht so dumm sein. Und ich hab gerade mit mir selbst geredet. Ja, genau, wenn wir schon mal von selbst reden, mit sich selbst reden, das ist ja, wenn man sich so als so Let's Player auf Papier anschaut, Leute, die ein Spiel spielen und dazu sinnlos zu sich selbst reden. Nicht vielleicht sinnlos, aber zu sich selbst reden. Oder zu Personen reden, die nicht existieren. Nee, die nicht. Oh mein Gott. Nicht existieren. Die jetzt in dem Moment, wo er redet, nicht existieren. Nee, nein! Nein, 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 nein. Falsch. Was rede ich hier? Nicht existieren. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade laber. Okay, waiting for a character to create. Oh mein Gott. Was soll ich jetzt sagen? Leute, die mit sich selbst reden, damit andere Leute dieses Video später im Internet schauen können. Also, ich weiß ja nicht, was ich jetzt hier gerade zusammen geredet habe, aber das stimmt irgendwie alles gar nicht. Oder nur so halb. Ha. Oh, man kann mich atmen hören, das ist nicht gut. Sehe ich gerade, man kann mich atmen hören. Oh je. Ich habe aber keine Lust, mein Mikrofon jetzt zu verschieben. Ich muss mir irgendwann mal ein Standmikrofon kaufen, weil irgendwie, ich finde, die Qualität von hier Gaming-Headsets zum richtig Videos machen, ist die Qualität da nicht so gut. Naja. So, und jetzt warten wir wahrscheinlich hier in dem Loading Screen irgendwie 5 Minuten lang. Deswegen schneide ich wahrscheinlich an dieser Stelle und hummel mal kurz ein bisschen Wasser. Also, bis gleich. Okay, weiter geht's. Ah, wir sind jetzt hier, dürfen uns wieder unser Gender aussuchen. Natürlich wieder Male. So, ich habe jetzt ein bisschen Wasser besorgt, jetzt trinke ich mal kurz was. Ah, Wasser ist immer gut. Ich spawn hier wieder an einem langweiligen Strand. Nochmal irgendwelche Tote hier in der Gegend. Rennen wir mal in die Richtung. Warum funktioniert Rennen nicht? Crouchen. Ja, jetzt haben wir aber wieder so eine nicht so toll aussehende Uniform an. Jetzt haben wir so was Blaues an. Ich mag das Dunkle hier. Jetzt haben wir was Hellblaues an. Ich mag aber lieber das Dunkle. Ist da hinten irgendwas in der Gegend? Ne.
hinten irgendwas? Nein. Ist in der Richtung irgendwas? Sieht auch nicht so aus. Also wieder mitten in der Pampa gespawnt. Na super. Sprinten wir mal in diese Richtung. Hoffentlich sind jetzt keine Zombies in der Nähe. Sonst werden die uns nämlich hundertprozentig sehen. Aber so kann man sich am schnellsten fortbewegen. Da wir gerade erst gespawnt sind, haben wir noch sehr viel Ausdauer. Wir können schön einen Langstreckensprint machen. Ich hoffe, Sprinten macht nicht hungrig. Also meine Freunde meinten, dass Sprinten hungrig macht, aber ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Wir bewegen uns aber ganz schön schnell. Vielleicht finden wir irgendwo ein Haus oder sowas, wo wir uns mal kurz ausruhen können. Jetzt hatte ich irgendwas, wo ich drüber reden wollte, aber ich erinnere mich nicht mehr. Vielleicht hätten wir doch lieber den anderen Weg, die andere Richtung gehen sollen. Na, jetzt ist es zu spät. Wir werden hier schon irgendwas finden. So, jetzt fängt er an zu keuchen. Nachdem wir hier irgendwie 5 Minuten lang in die Richtung gesprintet sind, würde ich sagen, wir gönnen wir dem guten Mann mal eine Pause. Puh. Noch halb auf dem Rücken. Rücken legen. Vielleicht noch. Gönnen wir dem Mann mal eine Pause. Und können wir uns ein Inventar anschauen. Painkillers. Patrol Pack. Taschenlampe haben wir im Patrol Pack. Ich habe keine Ahnung, wo wir die Taschenlampe herbekommen haben. Egal, sprinten wir mal weiter. Mit Taschenlampe. Ich weiß nicht, warum man mit einer Taschenlampe spawnt, wenn man mit ein Haus. Es macht irgendwie keinen Sinn, mit Taschenlampe ohne Batterien spawnen. Ja, es macht schon Sinn, dass man Batterien findet, aber in den ganzen 5 Stunden oder so, die ich dieses Spiel gespielt habe, bis jetzt habe ich noch nie einfach nur Batterien gesehen. So, jetzt da vorne ab dem Baum fangen wir an, gebückt zu rennen. Weil ich das Gefühl habe, dass jetzt da Zombies sind. So. Hoffentlich sind die Häuser begehbar. Also auf Straßen sollte man nicht rumlaufen, weil man dann total einfach gesehen wird. Keine Zombies. Ist da vorne noch ein Haus? Ja, also gehen wir dahin, falls wir hier nichts finden. Ist mal ein Straßenschild da vorne. Upp, kurzer Lag. Mal weiter in die Richtung. Seht ihr da rechts oben, bei wo Blood steht, also Blut, da steht jetzt 12.000 und dann vorletztes Mal, weil da stand dann nur 4.000, das heißt, ich habe Blut verloren. Oder hatte Blut verloren. Bienenkasten. Geschlossene Tür. Sieht nicht so aus, als wären hier irgendwelche Zombies.
Was gut so ist. Weil niemand mag Zombies. Ah, diese Musik. Denk mal immer, da wäre doch ein Zombie. Oh, ein Militärpanzer. Sieht noch ausgegraben, weil vielleicht noch ein wenig intakt. Okay. Keine von den Häusern hatten irgendwas in den. Vielleicht im Mülleimer. Nein, hätte mich überrascht. Also gut, zu dem Haus da drüben. Die Musik heißt aber normalerweise, dass irgendwie eine Action oder Zombie in der Nähe ist. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst. Also nicht so wirklich Angst, sondern einfach nur Angst davor, vom Zombie gesehen zu werden. Weil wir jetzt gerade total verteidigungslos sind. Wenn ich nochmal diesen Typ mit der Axt sehe, dann renne ich weg. Vielleicht lungert der hier noch irgendwo rum. Und wenn ich den dann irgendwann mal sehe und ich eine Pistole habe, dann töte ich den. Rache. Oh mein Gott. Haben wir Glück? Haben wir Glück? Weil da drin liegen normalerweise immer Sachen. Hoffentlich war er nicht schon ein anderer Spieler und hat das Ganze gelootet. Keine Sachen. Come on. Keine Sachen. Doch da. Ist das eine? Nein, das ist kein. Oh Mann. Normal liegen in diesen Gebäuden hier immer Sachen drin. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Am besten durch den Wald, wo wir weniger gesehen werden können. Weißt du, was echt sehr, sehr nützlich wäre? Eine Map, also eine Karte oder ein GPS. Oh mein Gott. Wahrscheinlich, ich glaube, so das Beste, was man haben kann, ist ein GPS und ein Auto. Ja, man kann Autos in diesem Spiel haben. Und Autos sind sehr schwer zu kriegen. Man muss die ganzen Teile für Autos haben und das dann irgendwo zusammenbauen. Und aber wenn man ein Auto hat, dann praktisch, wie mein Freund das beschrieben hat. Oder ein Freund beschrieben hat. Oh Gott, das hat sich jetzt gerade. Ich denke immer, wenn man mein Freund sagt, dann hört sich das immer so irgendwie so komisch an, weil in Englisch ist es einfach nur my friend. Und wenn es dann in Deutsch heißt, dann ist es immer mein Freund. Natürlich bin ich nicht schwul. Okay? Oh shit, Zombie. Ein Freund, sorry. Weil nämlich die direkte Translation, och, von my friend ist mein Freund. Und wenn ich rede den meisten Tag. Den Großteil des Tages meistens immer nur Englisch, deswegen. Ein Freund hatte gesagt, dass praktisch er hat so beschrieben. Der hat ein Gewehr, ich habe Angst. Er hat mich nicht gesehen, gut. Er meinte, wenn man ein Auto hat, everyone wants your dick. Praktisch. Hallo, anderer Spieler. Oh mein Gott, yes. Yes. Haha. Oh scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Sehr großes Problem. Was ist das?
Jetzt haben wir die Waffe, aber keine Muni dafür. Was ist das? Oh mein Gott. Vielleicht fällt mir hier oben ja Muni. Oh, ein Ball. Beil oder Double Barrel Shotgun? Ich wünschte, ich könnte beides mitnehmen. Arschloch. Der Typ hat friendly gesagt und wir sind da zusammen rumgelaufen und jetzt erschießt er mich einfach. So ein Arschloch. Mein Gott. Leuten kann man echt nie vertrauen. Egal, Leute. Ich habe jetzt 40 Minuten aufgenommen, das sind zwei Folgen. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesen zwei Folgen. Ich hoffe, ich habe einigermaßen in Ordnung gespielt. Ich habe gelernt, niemals irgendjemandem vertrauen in diesem Spiel. Naja, egal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Usaspark. Adios.